mal wieder unterwegs und möchte die Zeit nutzen, euch vielleicht ein paar Impulse, Inputs geben. Gerade jetzt, muss das mal kurz halten hier, Baustelle. Warte noch, bis ein paar Frühaufsteiger. Hallo, guten Morgen. Ja, ein paar Impulse wollte ich euch mitgeben. Und zwar, muss mal kurz warten, bis die Baustelle vorbei ist hier. Ist es ja für euch im Moment nicht so lustig, für viele von euch. Ich bin ja hier in der Schweiz. Hi Christine, hallo Ingrid, schön, dass ihr schon da seid. Mal jetzt da ihr gerade noch mal das Handy fest. Und dann geht's schon los. So. Für mich ist es ja nicht so schlimm im Moment, wie, sage ich mal, für die in Österreich und für die in Deutschland. Es sieht sehr, sehr beängstigend aus, aber ich kann euch beruhigen. Ich weiß ganz, ganz sicher, dass alles gut wird. Wichtig ist, dass wir jetzt den Moment, wo wir Zeit haben, diese Zeit auch gut nutzen. Diese Zeit nutzen, um uns die richtigen Fragen zu stellen. Moin, moin, Maria, hallo. Genau, um uns die richtigen Fragen zu stellen. Und eine der wichtigsten Fragen ist doch, wie will ich meine Zukunft haben? Wie will ich in Zukunft leben? Was ist mein zukünftiger Lifestyle? Und was wir jetzt hier haben, schmeißt uns eigentlich Vollgas in die Antwort. Die Antwort ist, ich will unabhängig sein. Ich will flexibel sein. Ich will nicht abhängig sein von irgendwas, von irgendwem, der irgendwelche Entscheidungen trifft. Ich will in Freiheit leben. Das wollen wir doch alle. Dafür sind wir gemacht, dafür sind wir geboren. Diese ganze Einsperrerei und Bevormunderei und uns die Eigenverantwortung nehmerei, weil scheinbar jemand anders besser weiß, was gut für uns ist, ist Bullshit. Absoluter Bullshit. Wir sind alle eigenverantwortlich. Wir wissen, was wir wollen. Wir wissen, was wir brauchen, um uns wohlzufühlen. Wir wissen, wann und wie wir uns wohlfühlen. Und wie wir das erreichen können, in dieses Gefühl, in diesen Lebenszustand, in diesen Lifestyle zu kommen, das muss uns keiner vorschreiben. Das ist für uns individuell und es ist auch so gedacht. Wir haben die gleichen Ziele, wir haben die gleichen Vorstellungen, wie sich das Leben anfühlen soll. Das ist für uns alle gleich. Wir wollen uns wohlfühlen, wir wollen uns frei fühlen, wir wollen uns selbstbestimmt fühlen, wir wollen uns gesund, vital und fröhlich fühlen. So, da sind wir alle eins, da unterscheiden wir uns nicht. Es gibt niemanden, der das nicht will. Und das treibt uns an, diese Suche nach, wie kann ich so leben? Wie kann ich so leben, dass ich mich immer gut fühle? Wie kann ich so leben, dass ich mich immer frei fühle, dass ich mich gesund und glücklich fühle und dass ich mich nicht ausgeliefert fühle, dass ich mich nicht bevormundet fühle, dass ich mich ausleben kann, dass ich mich anerkannt fühle, so wie ich bin. So möchten wir leben und so dürfen wir alle leben, so können wir alle leben. Es ist nur ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt verstehen, dass uns das niemand wegnehmen kann. Außer wir selber. Wir können uns einsperren. Wir können uns gedanklich einsperren. Wir können uns durch die Überzeugungen, die wir gelernt haben, können wir uns einsperren und uns die Dinge nicht erlauben, nach denen unser Herz so fest ruft. Die wir immer suchen. Wir sind die ganze Zeit unterwegs und suchen Möglichkeiten. Möglichkeiten, unseren Lifestyle wirklich zu leben, so zu leben für das, was wir gemacht haben, in absoluter Freiheit und Selbstbestimmtheit. Und wir glauben, wir können es nicht. Wir glauben, wir können es nicht, weil es die alle glauben. Dann gibt es ein paar andere, die glauben schon, dass sie es können und die sind mutig und die haben es gemacht. Und jetzt kannst du dir überlegen, warum sind jetzt hier Leute in der Krise, die absolut happy sind? Die sich überhaupt nichts scheren, sage ich mal. Die sich nicht
beirren lassen, sondern die ganz genau wissen, mein Wille geschehe. Mein Wille, wie ich leben will, mein Wille, wie ich mich fühlen will, das geschieht, weil es richtig ist, weil ich dafür gemacht bin. Ich bin dafür gemacht. Ich bin so auf die Welt gekommen, dass ich mir ein solches Leben einrichte. Zwar haben mir ganz, ganz viele Stellen und das ganze System immer wieder gesagt, dass es anders sein muss. Aber mein Innerstes hat immer gespürt, für mich ist Freiheit, Selbstbestimmtheit, Glück, Freude und Sorglosigkeit das, was ich leben möchte. Bedingungslose Liebe, das möchte ich leben. Und diese anderen Sachen, die uns eingetrichtert worden sind, die darfst du dir jetzt erlauben, abzulegen. Und an das zu glauben, was du schon immer ganz, ganz tief in dir gespürt hast. Was du wirklich möchtest, wie du dein Leben ausgestalten möchtest, wie du deine Beziehungen ausgestalten möchtest, wie du deinen Beitrag in diesem Leben geben möchtest. Das entscheidest ganz allein du. Nicht das, was du als Ausbildung gelernt hast. Nicht, was dir die Leute sagen, was du gut kannst, worin du gut bist. Nicht, was du schon immer gemacht hast. Ja? All diese Sachen sind absolut hundertprozentig unerheblich. Das Einzige, was wirklich, wirklich zählt, ist, dass du spürst, was es ist, wovon dich niemand zurückhalten kann, wofür du wirklich kämpfst, eine Überzeugung, ein Lebensstil, ein Wissen, das für dich das Nonplusultra ist. Was ist für dich das Nonplusultra? Wovon kann dich niemand abbringen? Wo kann dich einer zulabern und versuchen, dich zu überzeugen? Was ist es für dich, wo du sagst, darüber rede ich mit niemandem, davon lasse ich mich nicht abbringen. Ich sage ein Beispiel, bei mir ist es zu wissen, dass jeder Mensch 100% selbstbestimmt leben kann, dass jeder Mensch schon mit allem ausgestattet hier auf diese Welt gekommen ist, um ein großartiges Leben zu führen. Das ist für niemanden, egal wie alt er ist, in welcher Lebensphase er steht, in welcher Situation er gerade im Moment ist, dass es völlig unabhängig ist, dass du schon perfekt bist, dass jeder Mensch schon perfekt ist, dass das einzige Problem ist, dass die Menschen glauben an die Imperfektion, die ihnen eingeimpft worden ist, an die Fehlerhaftigkeit, an das Fehlersuchende und das fehlerhafte Denken in diesem Leben, in dieser Situation, was die meisten Menschen tun. Und ich habe mir das abgewöhnt, weil ich herausgefunden habe, wie mich das kaputt gemacht hat, wie mich das krank gemacht hat, wie mich das unglücklich gemacht hat, wie mich das abhängig gemacht hat, wie mich das in ein Leben, in eine Schublade, in einen Lifestyle reingedrückt hat, indem ich nur noch vor mich hin vegetiert habe, indem ich mir nicht erlauben konnte, ich selbst zu sein, weil ich ja fehlerhaft war. Und ich weiß, dass wir alle so sozialisiert sind und dass wir auf den Weg gebracht werden und sagen, ja, du bist halt jetzt fehlerhaft auf die Welt gekommen und jetzt darfst du schön brav einen Fehler nach dem anderen, etwas, wo du nicht genug gut genug bist, wo du noch besser werden musst, darfst du ganz schön brav jetzt verbessern. Du bist hier, um dich zu verbessern. Viele Spirituelle sagen ja auch, du bist hier, um die beste Version von dir zu werden und du musst immer besser werden, immer besser, besser, höher, schneller, weiter. Ja? Das ist die Devise in unserem Leben. Und die ist so, so zerstörerisch und kaputtmachend, weil sie verlogen ist. Das ist mal das Allerwichtigste. Sie ist verlogen. Weil es ist genau andersrum. Du bist perfekt. In jedem Moment. Mit all deinen Gefühlen, mit all deinen Emotionen, mit all deinen Ängsten, mit all deinen Erinnerungen, mit all deiner Vergangenheit. Bist du jeden Moment
absolut perfekt. Das Problem ist nur, du glaubst es nicht, weil es dir eben keiner sagt, weil dir niemand diese Perspektive vermittelt hat. Weil die Perspektive, die du vermittelt bekommen hast, heißt, du bist nicht gut genug, du musst besser werden. Und ich vermittle dir die Perspektive, du bist schon immer gut genug gewesen. Alles andere, was du lernst, was du dir beibringst, was du, wo du dich entwickelst, hat nichts damit zu tun, wie gut genug du bist. Es hat einzig und allein damit zu tun, wie gut du dich fühlst, wie viel Freude du hast, dich daran zu entwickeln, weiter zu bringen, neue Erfahrungen zu machen, Neues zu kreieren, neue Projekte zu machen. Darum geht es. Und das machst du, weil du es aus dem Herzen machst und nicht, damit du endlich gut genug bist. Das machst du, weil du danach brennst, weil es für dich schöne Gefühle macht, weil es dir Wohlgefühle macht. Deswegen entwickelst du dich weiter, deswegen gestaltest du dein Leben aus, deswegen veränderst du dich, deswegen bleibst du nicht stehen. Aber nicht, damit du endlich gut genug bist. Das ist fucking Bullshit. Das kotzt mich so an in dieser Gesellschaft. Und das ist das, wovon mich nichts und niemand in dieser Welt abbringen kann, dass ich diese Wahrheit spreche. Und zwar zu jedem, der irgendwo mal mit irgendeiner Krankheit, mit irgendeiner Einschränkung abgestempelt worden ist, um klein und gefügig gemacht zu werden. So, das ist meins. Dafür brenne ich. Da kann mich niemand stoppen, weil ich weiß, dass es stimmt und ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Und weil ich weiß, dass je mehr Menschen diese Wahrheit erkennen und diese beschissene Perspektive von sich als fehlerhaftes Wesen ablegen, desto mehr gehen wir alle zusammen in die Freiheit, in die Liebe, in das Wohlbefinden, in die Gemeinsamkeit, in die Gemeinschaft, in das sich bedingungslos gut finden, unterstützen. Und das ist das, was sich brutal gut anfühlt und das, was jeder sucht und was jeder leben kann. Und ich möchte dir einfach zum Abschluss von diesem Video nochmal ans Herz legen, dir zu überlegen, was ist für dich, was dich so dermaßen überzeugt an Wahrheit, was deine klare Wahrheit ist und wo du weißt, dass du mit Lügen geblendet worden bist, aber dass du diese Wahrheit und was auch immer das ist für dich in die Welt vorleben möchtest. Und wenn du dir das erlaubst zu tun, egal in welcher Form auch immer, dein Leben damit zu erfüllen, mit dir, mit deiner Essenz, mit deiner Wahrheit, dann wirst du frei und glücklich sein. Und dann wirst du automatisch finanziell frei sein, finanziell belohnt sein, weil deine Wahrheit wird belohnt. Deine Wahrheit ist das, was an Energie von dir herausgelassen wird, was kreiert, was die Welt kreiert, was das Umfeld kreiert, was andere Menschen kreiert. Das kommt alles einzig und allein aus dir. Was du erlebst in diesem Leben, was du siehst in diesem Leben, ist einzig und allein das, was du aus deiner Perspektive wahrnimmst. Und dein Leben ist sowas von anders wie mein Leben. Selbst wenn du jeden Tag, Tag und Nacht, 24 Stunden neben mir sitzt, alles das Gleiche erlebst, äußerlich, scheinbar, ist dein Leben nicht so wie meins, sondern hundertprozentig anders. Und es wird auch nie gleich sein. Und das ist wichtig, das ist auch gewollt, das ist richtig, das ist gut so. Diese Variation, diese Schönheit, diese Liebe aus allen verschiedenen Facetten für die Wahrheit unseres Lebens hier, für die Wahrheit unseres Seins hier. Das ist wunderbar. Und ich möchte so viele Menschen wie möglich inspirieren, so zu denken und in sich reinzufühlen, ob du das auch spürst, ob du das auch gefühlt hast, dein ganzes Leben lang, dass da irgendetwas im Außen doch nicht stimmt, was dir erzählt worden ist über dich, über das Leben und über die anderen. Und wenn du jetzt drüber nachdenkst und für dich deine Entscheidung triffst, wie du leben möchtest, dann ist es jetzt der beste Moment, diese Entscheidungen zu treffen und zu sagen, egal was irgendwelcher Politiker oder sonst irgendwas im Außen entscheidet,
ich bin frei, ich bin glücklich, ich bin selbstbestimmt. Und ich werde immer einen Weg finden, in meiner Selbstbestimmtheit zu leben auf dieser Welt. Ich muss nur offen sein, ich muss nur flexibel sein und dann kann ich das machen. Stell dir mal vor, du könntest jetzt einfach mal, weil es bei dir in Deutschland, in Österreich gerade scheiße ist und du weißt, bei uns in der Schweiz ist es viel, viel besser, könntest einfach dein Zeug packen und hierher kommen. Stell dir vor, du hättest dein Leben so eingerichtet, weil das geht, man kann sich das so einrichten. Und du könntest es einfach machen, du könntest es einfach entscheiden, du würdest alles umgehen, was dir diese Freiheit nimmt, weil auch das geht. Selbst Kinder aus der Schule nehmen, bla 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 bla. Man kann alles machen, wenn man es sich erlaubt. Und stell dir vor, du könntest jetzt einfach sagen, ja, bis die Scheiße vorbei ist, scheinbar ist es in der Schweiz die ganze Zeit schon viel besser. Ich gehe jetzt mal in die Schweiz leben und arbeiten. Warum tust du es nicht? Ja? Weil es noch nicht dein Mindset ist. Und wenn es hier scheiße wird, ich schwör's dir, ich gehe woanders hin, ich gehe nach Sambia oder weiß der Cookie was, das ist mir doch wurscht. Ich brauche für mein Business Internet und das habe ich mittlerweile auf der ganzen Welt. Und das habe ich absichtlich so gemacht. Das war schon immer mein Wunsch, genau diese Freiheit zu leben, genau diese Uneingeschränktheit zu leben und gleichzeitig etwas zu tun, was ich so sehr liebe, weil es aus meinem tiefsten Herzen herauskommt. Und das gibt es für dich, für jeden von euch, der jetzt das Video schaut, gibt es das auch. Und ich rege euch an, die Zeit zu nutzen und es zu finden. Ja, danke, Christine. Ja, ich wünsche euch auch einen wunderbaren Wochenstart. Und genau, nehmt diese Impulse mit, nehmt sie ernst. Ich weiß, dass es so funktioniert. Ich habe gerade zwei wunderbare Programme am Laufen. Divine Money, wo es gerade ganz, ganz fest genau um dieses Selbstverständnis deiner selbst in allerhöchster Selbstliebe geht. Und wo es so wunderschön ist, wie jede, die dabei ist, in so eine tiefe Liebe zu sich selbst fällt. Es ist einfach einzigartig. Und dann habe ich noch das Programm Divine Business und ich mache es nur noch VIP am Laufen, wo du genau von mir unterstützt wirst, diese Dinge, die ich jetzt gesagt habe, für dich umzusetzen. Weil es manchmal doch wirklich so beängstigend ist, gegen den Strom zu laufen und die Angst einem die Perspektive, die eigentlich schon da ist, wie verwehrt. Und da zusammen mit einem Coach und mit anderen Menschen dahin zu gehen und dir dein Traumleben aufzubauen. Sorry, aber für was willst du sonst leben? Ich wüsste es nicht. Ich finde es genial. Und Business heißt eben nicht Geschäften und nicht Geschäfte machen, sondern ich komme immer daher, dass ich sage, what's your business in Englisch? Ja? Oder it's not your business, but it's your business. Also was ist dein Business? Was geht dich was an? Was ist das, was dein Business ist, was du entscheidest, was du zu deinem Business, zu deiner Angelegenheit machst? Und diese Angelegenheit wird dafür sorgen, dass du finanziell frei und sorglos leben kannst. Weil es ist Gesetz. Es ist göttliches Gesetz. Es ist Quantengesetz, es ist universelles Gesetz, es ist das Gesetz unseres Lebens. Und es funktioniert einfach, ob du es jetzt zu deinen Nutzen Gunsten ausnützt oder nicht. Das kannst du entscheiden. So, ihr Lieben, ich komme zum Schluss und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ihr dürft mir gerne schreiben unter die Kommentare, wenn euch noch ein Programm interessiert, ob ihr da noch einsteigen wollt, ob ihr mitreisen wollt, ob ihr noch in den Kongress Heilung in der neuen Zeit mit einsteigen wollt, wo ihr eine unglaubliche Möglichkeit habt, so viele Coaching-Heilansätze zu sehen, Menschen kennenzulernen mit verschiedenen Perspektiven, wie sie das Leben hier sehen, gibt es eigentlich gar nicht sonst. Sonst kannst du jeden Einzelnen selber suchen, selber untersuchen, schauen, was er so meint und denkt
um Unterstützung für dich zu finden. Und da in dem Kongress Heilung in der neuen Zeit hast du alle auf einmal. Und so, so wunderbare Herzensmenschen, dass wir auch nach dem Kongress weiterfahren werden in einem ganz speziellen Rahmen als Community von Coaches und Heilern in Gemeinschaft. Ja? Das ist so wichtig, in Gemeinschaft, dass wir, ihr seht ja, alles deutet darauf hin, dass Gemeinschaft nicht gewollt ist und nicht gut ist, weil Konkurrenz und so weiter und so fort. Und ich sage dir, Gemeinschaft ist Power, Gemeinschaft ist Liebe. Gemeinschaft hat nichts damit zu tun, dass Individualität keinen Platz hat. Das sind alles alte Konzepte. Und mein neues Konzept, oder mein neues, ist überhaupt nicht neu, mein Konzept dafür, wofür ich hier wiederum stehe, ist Gemeinschaft, miteinander, sich zu helfen, zu unterstützen, gegenseitig. Und ich habe mir immer Unterstützung geholt auf meinem Weg. Und je klarer ich übrigens war, was mein Weg bedeutet oder was mein Weg ist, desto besser war die Unterstützung, die zu mir kommen konnte. Also, es liegt alles an dir selber. Es liegt an dir, es liegt an deiner Perspektive, es liegt daran, was du dir vorstellen kannst, was du dir erlauben möchtest, was dein Lifestyle ist, was deine Werte sind, was dir wichtig ist. Aber werd dir klar darüber. Werd dir sonnenklar darüber. Dann kommt alles zu dir. Also, bis dann. Tschüssi.